Jetzt sind wir im Südlichen, da sind wir ja aus Versehen reingetreten am Anfang. Die Frage ist, was haben wir? Wir haben hier auf jeden Fall Quests. Eine Menge sogar. Zwei sind in diesem Gebiet. Einer ist oben irgendwo. Warte, oben ist wahrscheinlich sogar der. Es wird ja die Stadt. Würde ich fast sagen. Das heißt, wir machen die zwei und gehen dann zurück. So, Augen wieder offen behalten nach Loot. Ich kann nicht sagen, ob wir hier schon waren. Sieht aber so aus. Was haben wir denn hier? Warum greifen die Larven nicht an? Lol, was ist das? Ah, warte, falscher Move, den hier. Alter. Der Typ ist auf jeden Fall tanky. Problem ist, ich weiß nicht, ob er sich heilt. Hoppla. Nein, ernsthaft, da ist RIP. Warte, er lebt noch. Er lebt noch. Ich weiß zwar nicht wieso, aber er richtet sich wieder auf. Erstmal reden mit dir, mein Freund. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Kampfverhalten. Wir müssen über dein Kampfverhalten reden. Wie soll sich der Ritter verhalten, wenn er auf seine Feinde trifft? Er wäre jetzt. Er ist draufgegangen. Die Frage ist, sollte er ja offensiv spielen? Ich mach mal defensiv. Riskiere nicht so viel. Setze deinen Schutz häufiger ein. Der Ritter hört die Ratschläge und verspricht, sich zurückzuhalten. Er ist stark, aber die Gegner sind hier einfach aktuell irgendwie stärker, habe ich das Gefühl. Gut, gehen wir weiter. Ich hoffe, er ist jetzt ein bisschen defensiver. Hallo. Hey, Zeit aufzuwachen. Bist du Haimon? Assistent von Myrana? Myrana! Bist du in Ordnung? Kannst du gehen? Kalt! Mann, du siehst nicht gut aus. Nicht bewegen, ich komm später. Komm, ja. Wir gehen ins Dorf zurück. Myrana wird sich um dich kümmern. Ah, Instant Teleport zurück? Ach, schade. Aber macht nichts, dann haben wir einen schnelleren Weg. Also ich hoffe, es ist ein Instant Port. Haimon! Oh, du hast ihn gefunden. Dank. Aber was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn geschlagen? Ja, natürlich. Wir haben ihn so im Sumpf gefunden. Er folgte uns ohne weiteres, aber hat kein Wort gesagt. Er muss eine Art Schock haben. Ich kümmere mich um ihn. Jedenfalls verdankt euch Haimon viel, so wie ich auch. All die Flüchtlinge stehen in deiner Schuld. Bitte nimm das. Es gehörte meinem Mann. Ich werde es gut nutzen. Und was haben wir gekriegt? Ich gehe. Ich gehe. Ich werde es gut nutzen. Sehe ich jetzt, was ich gekriegt habe? Leonärs Beinschienen. Legionärs. Interessant. Warte, bevor da verlorener Assistent Häkchen passt. So, ist gut. Ja, kann ich Ausrüstung? Gut, hier ist nichts. Da sind die Schuhe.
Ja, sind besser. Nehme ich auf jeden Fall. Gut. Hauptquest. Den ganzen Weg wieder hin. Nee, warte, jetzt können wir ja eh den Weg hier gehen und die Abkürzung. Dann kommen wir ja wieder genau in den richtigen Teil. Hoffe ich zumindest. Oder? Ja. Südliches Delta, wir sind wieder dort. Und wahrscheinlich jetzt am oberen Punkt der Karte. Und ich behalte recht. Das heißt, nach unten die Quest dort und dann Hauptquest. Oh nein, die Ranke. Und wir haben jetzt keinen Fernkampf-Zauberer mehr. Falsche Taste. Genau, den Block wollte ich sehen. Alter, der Schaden. Komm, 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 komm. Nicht zu viel riskieren, ne? Das Gift müsste doch immer nach... Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Einzelne Kämpfe sind leicht. Sehr gut gemacht. Heilt er sich auch? Nicht da rein, das ist... Nee, das ist... Ich muss nah ran und den Feuerball. Dann treffe ich mit drei Feuerbällen gleichzeitig. Und er heilt sich hoch. Das ist gut. Blut aufsammeln. Passt. Wir heilen sehr langsam, da wir unsere Magierin nicht mehr dabei haben. Die war schon gut, eigentlich. Fernkampf war schon praktisch. Vor allem, weil wir einfach nur den Feuerball dafür haben. Alter, ist das wieder so eine Königin dort? Oh, ich habe aus Versehen einen Feuerball benutzt. Wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich nur stompen. Ja. Huh. Okay. Wir leben noch. Das hier sieht mir verdächtig nach so einem anderen Monster aus. Ja. Ja. Ah, es ist... Oh, wir haben neue Waffen. Täuscher. Nice. Falsche Taste. Ich hoffe, die sieht gut, weil unsere Waffen sind langsam wirklich useless. Ernsthaft? Die haben einfach einen höheren Base-Schaden, aber weniger Crit. Wow.
Der physische Schaden im Thamus ist genau gleich. Base-Schaden erhöht, Crit weniger. Ist sicher besser als alles andere. Aber ist jetzt nichts, was ich sagen will. Naja. Wie kann ich Slots... Genau, das wollte ich machen. Slots verbessern. Barbaren, Vampir. Wie den Tarnmodus. Was ist hier? Störfähigkeit, Barbaren. Was brauche ich? Rohmaterial, Leder. Herstellen. Ah, da kann ich jetzt anderes. Okay. Ach, das ist jetzt ein Knauf. Okay. Okay, das ist, Balance zu erhöhen. Physischer Schaden plus 1. Chance für Krieg plus 4%. Davon brauchen wir aber Stahl. Haben wir noch nicht. Oder es fehlt uns noch ein Stahl. Und einfach einen Schaden mehr will ich nicht machen, weil 4% Crit ist schon ein ordentlicher Wert. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall bessere Dolche. Unser Leben, naja, sieht nicht gut aus. Ich will jetzt aber nicht einen Heiltrank dafür benutzen. Ich hoffe, es regeneriert sich einfach von Zeit zu Zeit. Unser Mana-Vorrat hat sich ja auch schon wieder ein bisschen aufgefüllt. Und notfalls ist ja eins schnell getrunken. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier entlang. Oh nein. Was sehen denn meine Augen? Haben die denn schon gesehen? Ja, die haben uns schon gesehen. Einfach rein. So. Ist schon gut, dass ich den in Verteidigungsposition gestellt habe. Auch wenn er ein paar Mal einfach angreift, obwohl er nur defen soll. Aber gut, damit... Solange er überlebt, ist es ja eigentlich... Ach, das ist der Wagen. Oh nein, die hier. Gift prockt. Interessante Wesen auf jeden Fall. Weiß nicht, was er für ein Moveset hat. Ah, zum Glück hat er den geblockt. Puh. Berichte im Hof. Und wieder instant zurückteleportiert. Okay. Macht Sinn, dass wir den Wagen jetzt nicht schleppen müssen. Ist einfach schade, dass wir nur für eine Quest hingehen können und dann einfach wieder zurück. Wir können nicht mehrere Quests einsammeln. Hey, das ist mein Wagen. Verdammt, das ist mein Wagen. Ich weiß, ich habe ihn geholt. Es war ziemlich anstrengend, den aus dem Sumpf hierher zu schleppen. Also schlage ich vor, dass du die Schmiede herrichtest. Keine Sorge, du wirst es nicht bereuen. Ich muss es reparieren und etwas sauber machen und bald gibt es eine zweite Schmiede im Dorf. Das will ich hören. Gut, wir haben Level Up. Und wir haben hoffentlich auch gerade die Rohmaterialien, aber erstmal Level. Bedeutet, wir gehen nochmal auf den Waldläuferpfad und ich will das Gift hochsetzen. Minus 15 Schaden während des Nahkampfes. Ist schon mal gut. Und mir, also wenn das Gift prockt, hat er Widerstand weg und Nahkampfbonus. Aber wir können es nicht leveln, weil wir brauchen hier erstmal den Schaden von 20. Und wir brauchen wahrscheinlich für die dritte Stufe auch hier die dritte Stufe. Das heißt, es macht Sinn, wenn wir hier einfach den Crit erhöhen, bevor wir hier den Schaden runterskalieren. Was? Prompt Angriff Stufe 3. Ach so, wir müssen das hier erst. Ja gut, dann machen wir das halt. Dann nächstes Level Up können wir trotzdem immer noch nicht auf voll gehen. Das ist schade. Ich sehe aber schon, wie es aufgebaut ist. Gut, Assassine haben wir.
Mehr können wir eh gerade nichts tun mit den Punkten.